Hey ho, meine Lieben. Heute Spatzel! Ja, mein Schatz. Ja, schau, dass du herkommst. Die Ansage kommt. Ja, ich muss was vorbereiten. Jetzt muss ich dazu kommen. Ja, Freunde. Hallo. Heute machen wir einen leckeren Topf. Topf, kann man sagen, wie man will. In der Kokotte. Ich hoffe, dass sie groß genug ist. Und zwar, andere würden jetzt Clickbait-mäßig sagen, wir machen einen Bud Spencer Gulasch. Ich sag ganz einfach, wir machen ein leckeres Gulasch mit Bohnen. Ja, genau. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, danke, dass du schon die Zwiebeln vorbereitest. Dankeschön. Bitte sehr. Und wir sehen uns nachher in der kleinen, aber feinen Küche. Ich habe auch noch genügend da drin zu tun. So, da wären wir bei der kleinen, feinen Übersicht. Was benötigen wir heute alles? Salz, Pfeffer, Paprika steht noch nicht da. Das brauche ich nachher. Dann habe ich hier einen schönen Schweinenacken. Und der wird noch zum Gulasch klein gehackt, klein geschnitten. Dann habe ich, ich glaube, 500 Gramm Rindergulasch war das hier. Zwiebeln und Knoblauch, was mein Engelchen gerade schon klein geschnippelt hat. Dann habe ich mir überlegt, soll ich wieder eine Dose Tomaten aufmachen? Habe ich mir gedacht, nö, heute nehmen wir mal frische. Die werden bloß halbiert und kommen dann einfach rein, werden angeschmort. Dann werde ich noch Paprikas klein schneiden oder Spatzel kann das machen, das sehen wir nachher. Fürs Geschmäckle ein bisschen Barbecue-Soße. Da habe ich wieder eine von Kühne heute. Ja, Barbecue-Soße, rauchig süß. Da bin ich ja gespannt, was wir da für Geschmack halt dran kriegen. Dann habe ich insgesamt zwei Dosen Champignons, Köpfe, ganze Köpfe. Ich liebe das einfach, wenn man diese kleinen Köpfle drin hat. Ja, und damit es eben diesen gewissen Style bekommt. Wieso habe ich jetzt... Ne. Hier. Haben wir hier einmal eine große Dose Kidneybohnen. Und eine etwas kleinere weiße Riesenbohnen. Die schmeißen wir dann ziemlich zum Schluss einfach mit rein. Und oh, dann würde ich mal sagen, kümmere ich mich jetzt um das Fleisch. Gemüse machst du, mein Engelchen, nachher? Ja. Okay. Und wenn das alles soweit fertig ist, sehen wir uns am Herd oder hier nochmal zur Übersicht. Und danach dann am Herd an der Kokotte. Kokotte? Ach, ich weiß immer nicht, wie das Ding heißt. Gut, ich lege mal los. Schnippel den Hund hier klein. Die Sau. Und dann geht's weiter. Ja, bevor wieder jemand schreit, wie ich es geschnitten habe. Ich habe einmal das am Eck das Stück weggeschnitten. Das große Stück dann einmal halbiert. Schneide ich jetzt auch noch so in Streifen. Und dann zack, zack, zack und fertig ist es. Genau, so könntest du auch machen. Tätest du auch so machen? Willst, ja, du, willst du das so machen? Ah, nee. Das habe ich mir fast gedacht. Ja, ich schau dir zu und lass dir deine Ruhe. Ja, ja. Und genau. Lass dich rein, das ist gut. Ja. Aber du machst es ja richtig. Ja, profimäßig. Zum Essen hilfst du aber nachher. Ja, natürlich. Na, also. Oder krieg ich nichts. Das weiß ich. Oh, Freude. Du, da habe ich in der Schule nichts gekriegt, da kann ich heute noch nichts, weißt du? Doch. Tja, und so haben wir alles. Das war ein halber Millimeter zu groß. Du, gell? So haben wir dann aus dem Schweinenacken ganz einfach ein bisschen Gulasch geschnibbelt. Aus dem Schweinenacken ein Gulaschnacken. Jo. Und ganz genau. Doch, machst du richtig schön. Das wäre eine Schande, wenn ich dir die Arbeit abgenommen hätte. Mach weiter. Mit diesem Blick kann ich schöner sein. Boah, wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde. Richtig. Also sollte mir die Kokotte wirklich zu klein werden, steige ich dann einfach auf den Dutch-Ofen um. Spatzel wird jetzt dann noch die Paprika und die Tomaten klein machen. Und wir gehen jetzt rüber und dann tun wir erst einmal das Fleisch schön anbrutzeln. Tja. Und bis dahin wird das Gemüse auch schon klein geschnitten sein. Das darfst du tun, dass dann noch Tomate übrig bleibt, die hast du jetzt alles so.
Ruhe im Hintergrund. Die Tomate ist jetzt alles so weg und oh. Ich habe schon nichts mehr zum Leibschmeißen. Ruhe! Ich nix Ruhe. Ruhe! Aus jetzt! Pfui! Nein! Ich bin gerade eben noch angeflottert worden. Ich soll gleich den Dutch Oven nehmen. Die Korkotte ist lächerlich von der Größe hier dagegen. Gut, dann machen wir das. Hauen hier gleich noch schön ordentlich einen Schluck Öl rein, damit wir das Fleisch ja, richtig ordentlich anbrutzeln können. Das mache ich jetzt in aller Ruhe und zeige euch dann ja, das angebrutzelte Ergebnis, bevor es dann hier drin weitergeht. Es kommt übrigens noch ein Packel Bacon mit rein. Und Kleinzeug. Das Schöne hierbei ist, zum Beispiel jetzt das Rindfleisch mit einem Hub von der Fläche reingegangen, wo ich in der Kokotte auch auf 2x anbraten müssen. Jo, genau. Und gleich die ganze Schweinerei hinterhergelunzt. Jawohl! Oh, sieht das herrlich aus. Ja, so ungefähr. So in 2 Stunden oder so kannst du wiederkommen. Wie denn? Ja, mindestens. Ja, hol an den Waldfee. Ja. Jo, das Schweinderl ist fast gut. Dann haue ich jetzt hier gleich den Bacon mit dazu. Bevor ich alles nachher gleich wieder raushole aus dem Topf. Darf der Bacon noch ein bisschen mit anschmoren und dann geht's schon mit dem Gemüse weiter. So, dann das Fleisch ist komplett draußen. Und dann geht's jetzt gleich weiter mit den Tomaten. Genau. Schmeiß mal die Tomaten rein. Wir haben Hunger. Ruhe! Hunger. Das ist eine Pflaume. Das ist ein Tomatenmark. Ein bisschen Tomatenmark gleich noch mit dazu. Quetschen wir gleich komplett leer. Jetzt nimmst du 2 Kilo Tomaten und nimmst du die Tomatenmark rein. Natürlich. Hochfahrt. Nö. Das Tomatenmark ist noch konzentriert und da haben wir es richtig schön tomatig. Ja, soll du mal vorhin auch konzentrieren, wo sind Tomaten wieder von. Das war Konzentration. Also sind die konzentriert. Okay, ich bin ruhig, machen wir nur. Ja, sonst kriegst du nichts zum Essen nachher. Wir haben Hunger. Mann, ist das eigentlich Pappnase. Also die Tomaten lassen wir jetzt richtig schön verschmoren. Ah, ich muss ja wieder ein bisschen hochschalten, ich habe hier runtergeschalten. Und danach kommt dann gleich, danach kommt dann das nächste rein. Erst einmal die Tomaten schön verschmoren lassen. Ja, und genauso habe ich mir das hier vorgestellt. Jetzt können wir Zwiebel und Knoblauch gleich mit dazu hauen. Und auch die Paprika. Naja, die hätte ich gern größer gehabt, aber ich habe sie ja nicht selber geschnitten. Dann schmuggeln wir das jetzt nochmal komplett an. Zusammen und dann kommen schon Flüssigkeiten hinzu. Guck, okay, was ich da noch gefunden habe. Oh komm, hauen wir den auch noch mit rein, den Schluck. Dann ein bisschen Wasser. Dann ein bisschen Flüssigkeit von den Bohnen. Also ich finde, das bringt ein bisschen Geschmack mit rein.
Gott sei Dank muss ich die nicht mehr abgießen und durchspülen. Ja. Weil die Bohnen kommen wieder ziemlich zum Schluss rein alle. Und genauso wie später dann noch die Champignons. So, und dann können wir schon mal das Fleisch wieder mit reinwuchten. Und so langsam sehen wir, ob man die Flüssigkeit ausreicht oder noch ein bisschen Wasser rein muss. Und dann diese Barbecue-Soße. Ja. Oh, die schmeckt gut. Das freut mich jetzt schon fast, dass ich da nicht zwei Flaschen mitgenommen habe. Halt, da unten hängt noch was drin. Die ist mal richtig geil. Die könnt ihr mal für McRib so richtig gut vorstellen. Oh, von der Soße ist das fast zu wenig. Habe ich noch was von der McAllister Soße? Ein Glück gehabt. Ein bisschen was von der McAllister Soße habe ich auch noch. Kommt auch noch Spurzel mit rein. So, jetzt reicht's aber. Flüssigkeit ist jetzt definitiv genügend drin. Dann kann ich runterschalten und das Ganze so jetzt für 1-2 Stunden köcheln lassen. Und dann irgendwann dann im kurz vor Ende, wie gesagt, hauen wir dann die Champignons und die Bohnen mit rein. Na, da ist er. Zwischendrin gucken wir natürlich auch mal rein. Sieht sehr gut aus. Spatzel, was gibt's denn nachher dazu? Das weiß ich noch nicht, mein Schatz. Ah ja. Also, Spatzel wird nachher, ich weiß noch nicht, was dazu machen. So, Dele. Das Stündle ist jetzt mal um. Heiß. Boah. So, Deckel auf die Seite. Und jetzt muss ich mal die Sößel erst einmal probieren. Das habe ich nämlich immer noch nicht gemacht. Oh, Cam ist angelaufen. Schöne süßliche Note durch die Soßen. Und dann probiere ich noch ein Rindfleischstückle. Spatzel, das können wir uns teilen, das ist groß genug. Das ist Schwein, mein Schatz. Meinst du? Das ist Schwein, ja. Das ist ein Schwein, dann egal. Ja, nimm. Das ist auf alle Fälle durch, das Schweindall. Mhm. Aber das ist ein Rind. Ja. Das hat gerade so dunkel ausgesehen. Entschuldige bitte. Huch, ist das heiß. Ja, braucht noch ein bisschen, aber in der Zwischenzeit können wir jetzt schon mal die Champignons hinzutun. Noch mal eine halbe Stunde circa drin lassen und danach dann ja Viertelstunde, 20 Minuten. Ich schalte noch mal ein bisschen höher und dann kommen nachher zum Schluss, wie gesagt, noch die Bohnen mit rein und dann wird es schon werden. So, Dele, noch mal 20 Minuten später lassen wir die Cam wieder beschlagen. Die roten Böhnchen rein. Wie viel hast du denn roten Böhnchen?
die weißen Riesenbohnen mit rein. Dann lassen wir das Ganze jetzt offen noch ein paar Minütchen stehen. Noch ein bisschen ziehen. Bevor wir ja, nachher gleich essen können. So. Oh, schaut euch das an. Herd ist schon ausgeschalten. Ich habe schon eine Portion Reis auf meinem Tellerchen. Und ja, es ist gewollt, dass so flüssig ist, damit wir schön Sößle für den Reis haben. So, von allem was drauf und dann gehen wir rüber und machen das Probiererle. Heiß. Tja, das Problem ist halt, dass es noch bocke heiß ist, Leute. Oh. Aber schmecken? Schön nach dem Barbecue-Sößle. Ja. Rindfleisch ist jetzt auch weich und wir sehen uns dann alle noch mal vor der Cam zum Fazit. Also mir schmeckt es einmal super. Oder Spatzel, machen wir nachher Fazit. Ja. Teilt aus. Hey, ja, meine Lieben, da sind wir wieder. Ein Kuckuck. Ja, da wir ist auch drei. Der Alex. Ja. Was soll ich zu dem Essen sagen? Sehr, sehr lecker geworden. Ich habe das vorletzte Video schon mal gesagt, ich liebe es da einfach mit diesen Flaschen als Würzung. Es war absolut kein weiteres Gewürz notwendig. Es hat sehr lecker nach dem Barbecue-Soßen-Mix, muss ich ja sagen, geschmeckt. Weil die eine Soße war einfach zu wenig für den riesen Kübel. Und es hat gepasst. Es hat alles wieder dazu gepasst. Reis hast du gut gemacht dieses Mal. Gemüse hast du natürlich auch sehr, sehr gut geschnitten. Wie, der Reis habe ich mal gut gemacht. Den mache ich immer gut. Ja. Ja, in dem Sinne erreiche ich mal das Wort der Manu weiter. Wunderbar das Essen gewesen. Ja. Und wie er gesagt hat, keine Gewürze dabei. Mhm. War wunderbar. Liebe Leute, es war wirklich einsame Klasse. Ich muss sagen, beim Arbeiten komme ich nicht ins Spitze, beim Essen bin ich jetzt ins Spitze gekommen. Ja. Beim Arbeiten, da kann ich mich relaxen und beim Essen nur wirklich wunderbar. Super, Dankeschön fürs und Essen und für die Einladung. Und zur Belohnung darfst du jetzt dann noch deinen Namen draufschreiben. Nicht okay. So groß, dass noch viele Leute mehr Platz haben. Okay, wollen wir. Warte, ne. Dankeschön für das, dass ich mich mal ewig gehabt dürfe. Alles klar. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank für Speise und Trank. War richtig gerne, toll. Gerne. Danke für die Einladung. Du, das ist ich so. Denke, das nächste Mal komme ich zu dir. Genau. Du musst die Teile fürs Auto organisieren. Richtig. Dann machen wir da wieder ein kleines Bastelvideo. Ja. Mhm. Also, in dem Sinne, wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, das Übliche. Oh, halt, ich kann groß. Tschüss. Jetzt kann ich schon neu abmoderieren. Genau. Tschaikowski, ich bin auch weg.